direkt wieder ins Spiel, geht noch nicht weiter, denn ja, also, sollte jetzt alles gefixt sein, dann so, kurz noch schauen. Beim Stream-Key hat sich ja nichts geändert, ne? Nee. Also, du hast heimlich das Passwort geändert. Nein. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Sehr viel Glück, okay. Ist der Ton jetzt an? Es bewegt sich gerade keiner. Ja, ja, ist der Ton ist an. Okay. Alles klar. So, also wie gesagt, wir haben es weitergegeben. Pause geht gleich raus. Wir müssen natürlich immer den GoTV-Delay abwarten. Mhm. Das gehört dazu. Und entschuldigt nochmal dieses kleine technische Problem. Ja. Und damit. Jo. Also, was denkst du? Berserk muss ich jetzt halt erstmal davon erholen, dass sie gegen den Faustball verloren haben. Ja, das ist halt sehr, sehr bitter. Also diese, ja, diese Diegel-Runde, die sie bei die Weisen nochmal gespielt haben mit den Entries vor B, das war halt sehr, sehr bitter. Also da haben sie auch gute Schellen bekommen. Ja. Und auch eben in der Runde B, ja, halt super gut getimed der Go. Mhm. Sie holen direkt den Spieler, der vorne Kito unterstützen will, und im gleichen Moment fällt Kito ebenfalls. Mit dem Fokus, dass sie die Verschieber direkt abfangen, also direkt gut gegengearbeitet, dass da halt direkt was durchpushen könnte. Es ist einfach sauber gearbeitet von, ja, von Devisen. Das Problem bei Berserk in der Runde, man stand halt in diesen Einzelduellen. Man hat einen im Vent gehabt und einen auf dem Spot und keiner konnte irgendjemanden unterstützen. Der eine musste sein eigenes Duell, ja, eingehen, und der Spieler auf einem Spot musste auch sein eigenes Süppchen essen. Ja? Und so wurde das halt nichts. Das waren halt zwei sehr schnelle Entries. So müsste der Spot auch super schnell gefallen. Da konnte der Spieler Richtung Spot auch nicht mehr viel machen, der dann noch rüber rotiert ist. Die Runde soll es einfach nicht gewesen sein, und das kann die Weisen halt knallhart ausnutzen. Und guck dir das Geld an. Also es wird für Berserk echt eine harte Nuss, weil sie müssen die Weisen auf jeden Fall in der nächsten Runde irgendwie vielleicht ein bisschen schaden, man. Es wird schon sehr schwer mit Pistolen. Dann haben sie eine Flawless, ja, dann haben sie vielleicht eine Flawless-Round bei Devisen. Dann wird das Geld natürlich noch höher. Und dann ist bei Berserk so ein Punkt erreicht, okay, du musst zwei Runden in Folge gewinnen, um überhaupt nochmal in die Partie reinzukommen, weil du sonst immer vor dem Punkt stehst. Mit jeder Runde, die du verlierst danach, könnte es das gewesen sein, weil du halt wieder kein Geld hast. Genau. Das ist halt jetzt so ein ganz kritischer Punkt für Berserk ab der nächsten Runde. Folgerunden sind mindestens genauso wichtig wie, ja, überhaupt Runden. Und, ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also das Geld könnte diese erste Map in diesem ersten Best of 3 der 99 Damage Liga Playoffs entscheiden. So, anscheinend noch ein kleines Päuschen. Problem oder kleines Päuschen bei Devisen. Und Berserk, die sind auf jeden Fall schon ready. Ich denke, Kito, ja, kann hier eine P250 holen. Der Rest sollte gar nichts kaufen. Alles, was, jede P250, die sie jetzt noch dazu holen würden, könnte bedeuten, dass ihnen nächste Runde eine Smoke oder eine Flash fehlt. Dann habe ich ja mal ganz kurz Zeit, mir nochmal die Season 6 anzugucken. Ah, guck mal da. Genau, Berserk hat es geschafft, gegen Wise Wizards zu gewinnen, ist dann gegen die Weisen auch rausgeflogen. Im Consolation-Finale. Im Consolation-Finale, okay, da war ja irgendwas. Und ich glaube, sie haben die Division auf Platz 1 abgeschlossen. Genau, ja, mit 11-3 war das. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil da hat man dann echt eine sehr, also national hat man eine sehr dominante Season gespielt. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Kam ja Kito dann dazu in der Hälfte. Von daher, ich bin mal gespannt, ob Berserk nochmal das Comeback schafft auf Cash. Wird aber echt eine harte Nuss. Also die Weichen sind gut für die Weisen gestellt, hier auch den Sieg auf Cash mitzunehmen. Und es geht sehr offensiv vor über den Squeaky und über die Main. Er regelt Trigon ganz gut, 18 HP, hat einen Headshot bekommen. Mal gucken, ob David Kahn da in der Ecke... Nee. Hätte noch funktionieren können. Oh, David Kahn macht noch einen zweiten. Ich meine, seine Mates können durchlaufen, aber sie haben die Bombe schon auf B gebracht. Ich würde sagen, saved beide AKs. Ja. Oder Farmers halt noch, die da gepickt wird. Man muss jetzt nicht unbedingt noch viel mehr Damage machen. Klar, ein Kill wäre noch schön. Immer so dieser dritte Kill macht einfach viel aus. Das Icon jetzt down geht kein Problem. Der hatte nur eine USP. Aber es machen sie schön. Zumindest schön auf Distanz. Hm, ja. So leck.
Oh, der kommt schwer, ja, das ist halt sehr schwer, weil er nicht weiß, ob irgendwas von hinten kommt. Weiter er zurückgeht, desto eher kann er gesehen werden. Und dann wird auch noch David K. gespottet. Schade. Und jetzt wollen sie die letzte Waffe auch noch haben. Da ging, glaube ich, sogar noch ein bisschen Damage mit einem Bang rein. Und dann ist Light noch mit zur Stelle. 13-6. Schöner Versuch von Berserk, noch die zwei Waffen wegzubringen. Hätten sie vielleicht besser im Türraum handeln können. Da kannst du besser Kreuzfeuer aufbauen. Ja, vielleicht ist es auch zu obvious dann und es wird irgendwie mit HEs reingearbeitet. Wenn du keinen Kevlar hast, ist das natürlich unschön. So, und jetzt muss es halt mit dieser Waffenrunde hier gelingen. Kito an der AWP ohne Kevlar. Gerade mal schauen. Direkt für B aufgestellt. Aiken hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Ich denke, das ist ein aufbautechnischer Wechsel, den wir hier haben. Main-Kontrolle direkt für die Weisen, die nicht mit der Mitte-Kontrolle spielen. Und da müssen wir gerade mal schauen. Rigon ist unten drin in der Main. Also er wartet auf die Flash. An B nach vorne gearbeitet. Oh, und Light wird hier nicht gecheckt. Oh, das ist so bitter. Und den zweiten noch gemacht. Alex, er hat den Spieler an B noch aufhalten können. Und jetzt will Light hier noch mehr Raum einnehmen. Schöne Trigger-Control da von ihm und Alex mit dem letzten. Das ist eine flawless Round von Devisen. Nicht gegen eine Eco, sondern gegen eine der wichtigsten Waffenrunden von Berserk auf dieser ersten Map. Und jetzt ist das Geld natürlich komplett bei Berserk. RIP. Ja, so, und da macht der Ping wieder ein paar Probleme. Ja. Oh ja. Ja, ist nicht akzeptabel, so zu spielen mit 260er MS. Aber das ist natürlich jetzt für die Weisen, sah eben schon gut aus. Jetzt die Tür ganz auf, wo sie halt sich den Sieg holen können. Berserk hat ein Riesenproblem und da lohnt sich ja nicht mal reinzuforcen, weil sie ja nichts haben, wo irgendwas nachkommt. Das heißt, meiner Meinung nach die einzige Chance, die Berserk hat, ist einmal zu sparen und wirklich das Geld, was sie jetzt haben, auch zu nutzen für die nächste Runde. Weil dann können sie nochmal mit Rifles angehen und zumindest nochmal irgendwie auf die Overtime Denkst kommen. Du wirklich? Ich meine, es sind 9 Runden am Stück, die sie dann brauchen. Ja, es ist alles möglich. Also ja, es ist halt schwer, aber ich weiß halt nicht, ob sie mit ein paar SMGs oder ein paar Pistolen, die sie jetzt kaufen können, ohne wirklich Equipment, ob sie da jetzt gegen die Rifle-Power ankommen, weil sie haben ja bei die Weisen nicht mal, setzen sie ja gerade nicht mal mehr auf eine AWP. Na, was immer gut gegen Rifle-Power ankommt, sind nun mal Deagles oder eine CZ aktuell. Ich denke, das ist jetzt hier die 4. Runde in Folge. Da könnte man, wenn man, ich würde halt auf die Deagle verzichten und eher eine CZ kaufen, dafür noch kleines Kevlar dazu, da gibst du so 1100 aus in dem Dreh. Und nimmst ja den vollen Loser-Bonus mit, die 3400 für die nächste Runde. Ja, wenn ich so schaue, dann könnte Tarsin das vielleicht machen, ein Kito könnte das machen, aber der will wahrscheinlich wieder eine AWP spielen an B. Einfach ein bisschen Kevlar dazu, was aber auch nicht mehr so notwendig ist nach dem M-Punch-Update. Eine Deagle reicht eigentlich. Ja, vielleicht oder halt eine CZ, ja, gut positionieren. CZ mit Kevlar finde ich noch ganz gut. Und ich denke halt wirklich versuchen, die Runde auf Teufel komm raus zu gewinnen. Und damit die 15. Runde von Devisen halt erstmal zu denyen. So, okay. Router-Neustart also bei Rigon, weil anscheinend regelt sich das nicht. Oh, geht gerade runter. Der Ping. Das, ja. Oh. Okay, wir machen es nach der Map, weil der Ping hat sich gerade reguliert. Ja, passt doch. Da wurde die Regulationspeitsche bei Rigons Internet ausgepackt. Ja, Rigon hat bestimmt Kabelinternet. Das ist Samstag immer so. Ich glaube, der spielt mit WLAN. Hat das Buch vor die WLAN-Antenne gestellt. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir viel drüber philosophiert. Es sind 4 Deagles, eine P250. Ah, ja, ist okay. Wenn die Mäuler sitzen, dann kann das eine Runde für Berserk werden. Aber eben auch nur dann. Das ist interessant. Man schmeißt halt noch einen Molotow hin. Jetzt hat man gar keine Info. Oh, Rigon ist jetzt halt einfach komplett abgeschmiert. Das ist natürlich extrem bitter. Ich glaube, da werden wir jetzt auch... Ich glaube, die Berserk-Jungs wissen es noch nicht. Nee. Wenn jetzt kein Kill fällt und es fällt dann ihnen okay auf, dann kann das nochmal neu geladen werden. Ach ja. Also die Runde... Ja, der ist komplett RIP. Ja. Das ist ganz kaputt. Ist es nicht schon aufgefallen? Ich glaube, sie sind so im Tunnel. Alle reden nur Rigon nicht. Scheint normal zu sein. Bei den Weißen. Ja, jetzt wird das erste Duell gesucht.
Vielleicht wollen sie auch einfach das Ding beenden und denken sich, Kito kann ihn nicht mal sehen. Vielleicht denken sie sich, okay, geht auch so, weil sie haben ja einen Waffenvorteil. Aber es wäre die eine Waffe, die sie halt for free bekommen, wenn Kido die Ecke checkt. Aber er sieht die Bombe, das ist ein Riesenproblem. Oh. Und der Rücken ist nicht gedeckt, also die Runde könnte jetzt echt hier zusammenfallen. Ja. Aber Alex kriegt's gut auf den Schirm. Kito kommt jetzt mit dem ersten Icon, mit dem zweiten sogar noch hinterher und die Bombe ist getroppt. Er hat sie sogar gesehen. Light muss jetzt zurückgehen und sie haben immer noch einen Backstepper. Und das ist Crack, der jetzt eingreift. Ja, der muss zurück, Der darf nicht hier vorne stehen bleiben. In die Deckung am Van. An kurz vielleicht noch immer schauen, ob da schnell jemand kommt und die Bombe dann halt einfach ruckzuck in Richtung A tragen. So, die wissen jetzt auch, dass es frei ist. Und schön, wie Scrunk die alle macht. Scrunk rettet die Stark. Runde für die Weisen. 15 zu 6. Und jetzt wird natürlich auch ein Päuschen kommen, bis das bei Rigon gefixt ist, nehme ich an. Jawohl. Okay, das ist jetzt halt... Ich hoffe, dass er überhaupt wiederkommt. Das wäre bitter. Das wäre halt echt krass. Jetzt hat er einen Teil... Ja, das hat keiner mitbekommen, dass er da abgekackt ist. das war echt bitter, weil Rigon an der Stelle... Eine Riesenlücke da gelassen hat. Ja, genau. Wer hatte nämlich am Van zielst du ja ab, ob an A weit durchgepusht wird. Und der hätte Kito nämlich eben spotten können. Ob er das Duell gewinnt, ist was anderes. Aber er hätte ihn gespottet und der hätte nicht so weit vorlaufen können. Kito macht einen wichtigen Kill. Am Ende können sie sich bei Scrunk bedanken, dass er eben an A alles gecheckt hatte und dass sein Teammate, ich meine, es war Alex erst down gegangen. Ich weiß nicht genau, wer es war, dass der so geistesgegenwärtig war und bemerkt hat, als Scrunk seinen ersten Kill gegen den Connector gemacht hat, dass das der Spieler aus der Mitte war, dass das eben Kito war. Und dann wusste er, okay, der Raum scheint anscheinend frei zu sein. Sie spielen gar nicht um die Bombe herum, sondern versuchen das durch die Information dann eben auszunutzen. Aber sie hatten keine Info an A. Mhm. Und da hat Scrunk dann halt eben kurz gesagt, bis hierhin. Und dann wartet die Eagle Gang auf euch. So, ich sehe schon Triple AWP bei Berserk. Das ist eine sehr große Brechstange, die Berserk da gerade auspackt. Jetzt wird Trick 77 ausgepackt. Trick 17, ja. So, und Rigon ist auch wieder Reh. Ja, sorry Jungs. Kein Ding, wir haben Zeit. Ah, passiert. Mit dem Internet, das hast du halt manchmal einfach Deutschland nicht in der Hand. Ja. Deutschland. Hashtag Neuland. Aber die Bundesregierung arbeitet dran. Ja, vielleicht auch nicht. 15 zu 6 der Spielstand, also 9 Runden noch für Berserk, wenn sie das in eine Overtime bringen wollen. Und Devisen fehlt nur noch eine, um den ersten Mappoint hier im Winner Bracket Halbfinale zu verwandeln. Denn den Mappoint, den haben sie an sich ja schon. So, jetzt kommt von David K. die Flash. Ja, aber nein. Keiner nimmt sie. Nee. Also dem Tarsin geboostet. Der hat die M4. Oh, schön, Charlie M4 auch noch. Macht sogar zwei. Beim dritten nur ein Headshot. Aber da steht noch Kito. Der hat aber allerdings eine AWP. Und da kann Alex eher sogar mit der Glock hingehen. Solek bringt es jetzt zu einem 2 gegen 3. Bombe gelegt. Und in der Mitte steht noch Light. Der wartet hier lange. Das ist eine schwere Aufgabe für Alex eher. Mit 9 HP muss er gucken, dass er viel Zeit rausholt. Und ein sehr schöner Positionswechsel. Light hat das Timing. Jetzt kann er nachziehen und kann nicht wirklich das Cross halten, das heißt, er muss weiter vorgehen. Vielleicht sogar so sich positionieren, dass er irgendwie im Winkel überraschen kann. Und er hört den ersten Unstep, den zweiten hinterher, schaut natürlich nach oben. Die Bombe liegt nicht wirklich auf, sie machen das sehr gut. Alex zieht sich zurück. Letzter ist natürlich jetzt bekannt Richtung Seite. Die Zeit läuft gegen Solek. Sprung holt nochmal Zeit raus und dann reicht's nicht. GG well played, 16 zu 6, Berserk gibt das Ding hier in der zweiten Hälfte komplett aus der Hand. Nachdem das Geld bei die Weisen so dermaßen hochgestreckt wurde, haben die 5 Runden in der ersten Hälfte nicht gereicht. Ja, das ist sehr schlecht für Berserk. Das ist echt schlecht. Denn